I should give it a name first. Can't have such a beautiful vehicle and not give it a name. How about the Sea Turtle? Big, slow, washed up, just like a turtle. Or the Raccoon, because it's got brown spots and is full of trash. Or the Hermit Shell. It had many owners over the years, just like the shell of a hermit crab. I like... The Waschbär. The Raccoon. Good choice. I'll get working on it right away. See you later. Bye. Viel Spaß mit deinem unsichtbaren Paket. Oh Gott. Nee, was wollen wir damit? Ich meine, sie liebt es ja an Autos rumzubasteln, ne? Und sie denkt mir, sie braucht irgendwann sowieso was unter ihrem Hintern zum Fahren, ne? Gott, jetzt müssen wir doch noch so weit fahren. Ja, komm. Auto kommt nix. Wenn, dann hupt es schon, ne? Wie war das? Wenn es kracht, noch einen Meter, ne? War nicht so toll. Aber ich glaube, diesmal bin ich bei weitem nicht so oft in irgendwelche Gegenstände gefahren wie beim letzten Mal. Ne? Ich glaube, in der letzten Aufnahme war es, da bin ich dann ziemlich häufig irgendwo in die Bäume oder in die Wände rein. Ja, habe ich ein bisschen geschafft, ne? Ah, was macht ihr denn heute noch alles, ne? Wenn ihr dann, wenn ich dann nachher weg bin. Ich hoffe, ihr habt heute schon was gegessen, ne? Gerade an die Kathi. Sie wollte ja eigentlich auch weg von zu Hause. Oder habe ich falsche Erinnerung? Nein, das stimmt schon. Sie wollte tatsächlich weg, deswegen habe ich es ihr auch gegeben. Weil ich mich eben da auch daran erinnere, dass sie weg wollte. Aber Kathi, hast du schon gegessen? Ich hoffe schon. Du verratsch es nicht. Ist in Ordnung. Du musst es mir nicht verraten. Alles gut, Mäcki. Bleibt immer jedem selber überlassen, ob er was verraten möchte oder nicht. Ich möchte nur nicht, dass ihr denkt, ich spiele jetzt hier einfach und habe kein Interesse an euch. Ne? Also ich will euch schon immer mal ein bisschen was fragen, wenn mir was einfällt. Es kommt natürlich oft vor, dass mir nichts einfällt und fast reingefahren, ne? Aber wenn ihr was nicht schreiben wollt, müsst ihr das nicht. Ne? Also alles freiwillig. Um 2, ja. Okay, also dann nicht vergessen, ne? Später noch ein bisschen Abendessen, Kathi. Weil du vergisst es ja gern. Oder vielleicht ein Salätschle. Salätle, so wollte ich sagen. Oh, Salätle. So eine leichte Kost oder so. Ach, Mäcki, ja, gegessen hast du noch nichts. Ja, dann müsstest du aber fast bald. Man soll ja nicht mehr zu spät essen, sagt die, ne, die dann irgendwie bei Heißhungerattacken doch noch sich ein Brot macht oder so. So, da haben wir jetzt hier ein Paket. Und dann machen wir das mal auf. 139, ach, wir haben ja eh bloß noch ein Paket. Wollte ich noch gucken, ne, was für eine Straße wir sind. Haben wir bloß noch ein Paket hier. Gibt's nach dem Stream wieder, okay. Aber nicht, dass es irgendwann heißt, Viking, du würdest immer so spät essen wegen mir, ne? So, dann klopf. Ich höre eine Schreibmaschine. Tak, 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 tak. Ding! Warte, ich will das Ding nochmal hören. Gib mir mein Ding. Ein bisschen... Jetzt, ja. Ich habe das immer geliebt bei Schreibmaschinen. Erstens, ich mag wahnsinnig gern dieses Tippen. Ne? Ich mag auch das Tippen auf Tasten, ne, auf der Tastatur. Und ich fand das immer geil, ne, so eine alte Schreibmaschine anzuschauen, wie du praktisch auf diesen Ding druckst und dann haust dir vorne die Buchstaben hin. Fand ich immer voll geil. Okay, wir wollten anklopfen. Ah, yes, yes, yes. He could only look on in sheer terror as Madeline threw the key straight into the lake. Oh yes, this is good stuff. Nein, Schriftsteller, wie interessant. Wichtige Lieferung, verzeihen Sie, Sir. Wichtige Lieferung. Important delivery. Oh, for Christ's sakes, go away. If I've told you once, I've told you 1,000 times. Sie haben mir gar nichts gesagt, ich bin zum ersten Mal hier. Sie müssen mich mit jemand anderem verwechseln, Sir. Nee, schreiben, wer sagt das? You haven't told me anything. I'm new here. Oh, bloody heck. Do I sound like I care? You lot are all the same to me. Just go away. How many yokels are there in this backwater town? Do they realize people come out to these kinds of places because they're supposed to be remote and quiet? Habt ihr die Stimme schon erkannt? Habt ihr die Stimme schon erkannt? Nicht jeder möchte, dass seine Post vor der Tür abgelegt wird, dann sollten Sie keine Pakete bestellen. Sir, if you don't want to be disturbed, don't
mail order anything? Jetzt hat er's geschnackelt. I do beg your pardon. Yes, I am expecting a package. I didn't know you were from the postal service, ma'am. Und trotzdem pöbeln sie mich an. Sollte es nicht ganz egal sein, wer ich bin? Ach, jetzt, wo ich etwas habe, was sie brauchen. Naja, auf jeden Fall. Kennt ihr die Stimme? Habt ihr die Stimme schon erkannt? You didn't know anything about me before you started shouting. And yet, you did it anyway. All right, I'm sorry. It's just... I've been under a lot of pressure lately from my publisher, as well as my wife. I do appreciate your driving all the way up here. And Lord knows I'll be needing those ribbons. Just please leave them on the porch and... thank you. Okay, wir gehen jetzt nicht weiter drauf ein. Ich glaube, er hat seinen Fehler eingesehen, ne, dass er nicht einfach die Leute anpöbeln kann. Aber wir gehen jetzt nicht nochmal drauf ein oder zeigen ihm nochmal hier den Mittelfinger oder den Zeigefinger oder so. You're welcome, sir. All right. Now, where was I? She threw the key in the lake. Then what happens? Oh, Christ's sake, she made me lose my bloody train of thought. No, wait, I got it. And then he says... Okay, du erkanntest die Stimme nicht, ne? Das ist die Stimme von dem, der die Geschichten erzählt, ne? Immer abends, wenn wir ein Buch lesen, das ist der Autor von diesen schnulzigen Liebesromanen. Das, war ganz lustig, ne? Als ich das erste Mal gespielt habe, ist mir auch sofort aufgefallen, dass mir... Oh, da war gerade ein Grafikfehler. Dass mir die Stimme schon irgendwie bekannt vorkam. Und ich glaube, es gab sogar beim ersten Mal ein Achievement irgendwie dafür, ne? Und es war sehr amüsant, ne? Ach stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja, ich habe auch einen Moment lang gebraucht, ne? Aber dann so... währenddessen er dann praktisch was erzählt hat oder als ich da mitbekommen habe, oh, Schriftsteller, und dann ist mir dann aufgefallen, Moment, die Stimme von diesem Schnulzen-Roman war doch eins zu eins die gleiche. Ist auch nicht schlimm, ne? Man muss es nicht, ich glaube, man muss es nicht wissen. Aber, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob man ihn da drauf ansprechen kann. Ich glaube, man kann ihn gar nicht drauf ansprechen, oder ich habe es jetzt übersehen. Ob er der Romanschreiber oder der Autor dieses Buches ist. Eieiei. Aber jetzt mal so eine Frage an euch, ne? Wir hatten ja vorhin die Eltern, die gemeint haben, sie würden uns das Haus überlassen. Wie wäre das bei euch? Würdet ihr das annehmen oder würdet ihr sagen, nö, ich will in meiner, keine Ahnung, Großstadt bleiben? Ne? Würde mich echt interessieren, weil ich bin einfach ein Landei, ne? Ich könnte nie in die Stadt ziehen. Ich würde da total eingehen. Wir haben ja früher in einer Kleinstadt gewohnt, aber irgendwann, im Nachhinein, war ich dann doch froh, dass wir dann aufs Land gezogen sind. War einfach ruhiger, ne? Ich muss meine Lippe nachher eincremen, die hat irgendwie schon wieder so... Oh. Hui! Ich mag den See einfach wahnsinnig gern und auch den schönen Berg hier im Hintergrund, ne? Sehr schön. Du würdest es auch machen, ja. Ich würde es auch machen, weil da, wo ich jetzt wohne, da fühle ich mich weniger wohl als irgendwo anders, ne? Aber, mei. Wir sind halt hier, ne? Irgendwann, wenn ich im Lotto gewonnen habe, dann baue ich ein neueres, größeres Haus. Irgendwo in der Pampa, wo keine Nachbarn sind oder so. Ja, dazu müsste ich aber Lotto spielen, ne? Verdammt, das ist jetzt blöd. Ich hätte ja immer gern so einen Südstaatenhaus, ne, mit so einer schönen Veranda und so weiter. Ah, das wäre schon schön, ne, so ein schönes Kolonialstil, ne, so wie die Gebäude hier sind, bloß halt jetzt bitte nicht so, sondern schön mit Dachschräge. Ja, seit 10 Jahren in der Stadt. Ganz verstehen. Miss Weiss. Mr. Morgan! Guten Tag. Nein, guten Morgen, Mr. Morgan. Mann, erschrecken Sie mich nicht so. Ich kriege ja jedes Mal eine Gänsehaut. Wäre eigentlich die richtige Antwort, aber wir sind einfach eiskalt zu ihm. Good afternoon, Mr. Morgan. I wanted to let you know that today was my last day here. Hm.
Ach, wirklich? Heißt das, dass Frank dann zurückkommt? Nee. Kalte Schulter, kalte Schulter. Der Typ hat es nicht anders verdient. I see. Well, thanks for the help. Where are you going now? That's all I have to say. Good luck. Hat wohl ihm Frank ans Bein gepisst, ne? Nicht andersrum. Oh Gott. Nee, aber ich kann es verstehen, wenn du nach 10 Jahren dann echt sagst, du wärst gerne wieder auf dem Land. Verständlich, Viking. Vollkommen verständlich. Hallo? Hi, Em, it's me, Kay. Oh, hi, Kay. Good, you're home. Listen, I don't know if you're busy tonight, and I wouldn't normally bother you like this, but I'm kind of in a huge pickle. Mm. And now I'm imagining being inside of a huge pickle. Thanks, Brain. Ich glaube, wir hatten morgen Abend, gell? Morgen Abend hatten wir das mit der Katze. Dann müssten wir ja heute Abend eigentlich Zeit haben. Sure, what's up? Okay, so this is going to sound like I'm 16, but I have these tickets to a really big concert tonight for Barry and me, and it seems the babysitter has just bailed on me. Alright, so maybe the babysitter part doesn't sound like I'm 16, I hope. Anyway, it's Journey, so I'm like, I need to go tonight, and I got these tickets ages ago. And it's a long drive to Portland, so we'll probably be out all night. And I promise you, I've called everyone and their brother. Besides, they're really good kids to watch tonight. Whoa. Könnten wir kurz vorspulen bis zu der Stelle mit der Frage? Kay, ruhig bleiben. Atme erstmal tief durch. Kay! Inside voice, Kay. Inside voice. Yeah, sorry. You're totally right. I'm blabbering on R&I. Okay, don't freak out. You got this. All right, recap. Journey tonight, in Portland, got tickets, sitter bailed. So I guess you figured out by now that I'm awkwardly trying to ask if maybe you could do me a huge favor and watch Grace and Max tonight? Ich sitze da und denke mir so. Okay, und was war jetzt der Text von der ganzen Sache? Ich soll auf deine Kinder aufpassen. Ich bin deine einzige Hoffnung. Hey, alles gut, mach dir keine Sorgen. Ich spiele heute den Abend im Billard. Hey! It's fine. Don't worry. I'll babysit tonight. Oh my god, you serious? That would help me out in such a big way. And I would owe you big time. Huge! Schon wieder, ne? Wir haben ja, glaube ich, schon irgendwen gefallen bei ihr. Kein Problem, wann soll ich denn rüberkommen? Ja, ach ja, richtig. Riesig, interessanter Gedanke. Rosen Blaubeerkuchen? Nee, alles gut. Na, Freundin, gell? No problem. So. What time do you need me? You're a lifesaver. As soon as you can make it. You don't have to bring anything. There's food, videos, even a cardboard replica of Apollo 11 with a set of matching helmets. You're covered. See you in a bit. All right. See ya. Ach, schade. Kein Buch lesen heute Abend. Aber wir können ja unsere beste Freundin nicht im Stich, ne? All right. Who wants s'mores? Wer will was Süßes? Freitag, der 12. September morgens. Hey, guess who's back? Frank? Ich habe dich hier nicht erwartet. Nö, wir haben ihn schon vermisst, ne? Den Mann mit dem Schnauzer. I'm so glad to see you again. I'm so happy to be here again. I guess Morgan didn't stick around to welcome me back. Ich kann ihm irgendwie nicht mal böse sein. Good riddance. Hell yeah, that clueless piece of work. Erzähl mir mehr, wie bist du ihn losgeworden? Was ist denn jetzt die letzten Tage passiert? Tell me more. How'd you get rid of him? Well, what can I say? Don't mess with the big boys. I guess he didn't understand that some of my customers do a little more than talking about their cats. Okay, Miss Jenkins hat ihm anscheinend den Arsch gerettet. Aber gut, die Frau wollte ja auch unbedingt ihren Umschlag haben, ne? Sind das etwa Verbrecher? Nee, so. Ooh, this sounds very juicy. Frank Coleman's no stranger to the high-stakes game. I've got lawyers in my inner circle. All it took were a couple of lawsuit threats. Hübsch, das sollte ihn uns eine Weile von der Pelle halten. Sweet, that should keep him off our backs for a while. Haha, yes. But that buffoon will be back. You can bet on it. Na gut, wenn er das natürlich öfters gehabt hat, ne, dann wird der nicht locker lassen. Ich weiß nicht. Lass uns die Sportwetten für eine Weile runterfahren, Frank. Oder welche Quoten kannst du mir bieten? Let's dial down the betting for a while, Frank. Haha, Meredith. I better get back to work. Ja, okay, gut. Ist seine Sache, ne? Es ist, geht uns nichts an. Kein Problem. Ich würde aber sagen, wahrscheinlich, dass wir jetzt hier dann schon speichern.